Man wähnte sich schon fast im Basler St. Jakob Park. Erwartungsfroh zelebrierten Tausende von FCB-Fans die mögliche Meisterchoreografie. Gute Stimmung im Stade de Suisse, aber natürlich auch dank den einheimischen Supportern. Die Ambiance also der Affiche absolut würdig. Es ging um viel, und zwar für beide Teams. Ja, und für Hakan Yakin hieß es heute sogar alles oder nichts. Für ihn war es heute die letzte Chance, sich doch noch ins Team von Köbi Kuhn zu spielen. Nein, bei uns ist es eigentlich nicht mehr um viel gegangen. Das heisst, persönlich ist natürlich für mich immer genug, wenn man gegen Basel gewinnen kann, oder allgemein als Team. Natürlich für mich war natürlich eine Entscheidung Endrunde die WM in Deutschland. Ich muss Top-Leistung abrufen, dass der Köbi Kuhn mich mitnimmt. Und für den Gegner ist natürlich klar gewesen, 6 Punkte Vorsprung gegen Zürich. Jetzt kommen wir auf Bern. Und ich habe noch ein bisschen, sage jetzt auch Spieler so in Erinnerung, dass sie ein bisschen arrogant gekommen sind, weil sie haben gedacht, wir schlagen jetzt hier IB und dann sind wir Meister. Und der Punkt hat eigentlich gelangt für Basel, dass sie Meister werden, sind gekommen. Halt mehr gespielt, befreit. Wir konnten eigentlich befreit aufspielen und am Schluss haben wir eigentlich Basel an die Wand gespielt, über die 90 Minuten und verdient gewonnen. Zielstrebig und direkt kombinierten sich die Gelben in Richtung Zuberbühler. Dann Gil Yapi. Eine Körpertäuschung und vorbei an Delgado, dann der stramme Max aus 25 Metern. Was für ein Schuss, mein lieber Mann. Ein super Treffer. Pascal Zuberbühler absolut chancenlos. 42. Minute, ein IB-Freistoß. Und der Ball war drin. Wieder ein IB-Traumtor. Hakan Yakin mit einem Geniestreich rang er auch Köbi Kuhn ein Lächeln ab. Besser, genauer, schöner kann man einen Freistoß nicht treten. Toll gemacht. IB führte zur Pause 2:0. Auch dank einem bärenstarken Hakan Yakin. Nein, es ist dazu beweisen, dass ich ein frischer Spezialist bin. Und der Ball hat genau gepasst. Es hat wirklich. Ich glaube, noch der Zubi hat noch mitgeholfen, dass der Ball wirklich noch so genau gepasst hat. Die Distanz war eigentlich noch recht weit. Zubi hat eigentlich noch genug Zeit gehabt, aber der Ball ist wie eine Latte, Pfosten, Hinterhand vom Zubi noch über die Linie gegangen. Und sage jetzt persönlich, in dem Moment ist klar gewesen, Köbi Kuhn im Stadion Basel. Wir Fans wollen noch, ich glaube, das letzte Heimspiel war, noch etwas präsentieren, den Fans. Und es ist genau so ein Moment, wo so als Fußballer eigentlich nach dem Goal sieht man ja, da lohne ich eigentlich alles aus. Und das ist einfach so ein Glücksgefühl, wo du selten oder nicht immer kannst haben. Und das war in dem Moment natürlich gerade. Kurz darauf ein IB-Freistoß. Mit? Ja, mit wem wohl? Mit Hakan Yakin. Thiago und wieder Tor, das 3:1 für die Berner. Wieder war Yakin am Tor beteiligt. Yakins Vorlage präzis und Thiagos Kopfball dann sogar ultra präzis. Spieler und Trainer euphorisiert und in Kuschelstimmung. Basel hingegen wieder mit 2 Toren im Hintertreffen und sichtlich geschockt. Zanni lässt sich den Ball von Yapi abnehmen. Dann Joao Paulo. Der marschierte los. Joao Paulo gegen Majstorovic. Bums! Das 4:1 für IB. 77 Minuten waren gespielt. Das Stade de Suisse endgültig. Ein schwarz-gelbes Tollhaus. Und für Joao Paulo war es Saisontor Nummer 15. 4:1, das Spiel war gelaufen. Und Hakan Yakin kam in der 79. Minute zu einer Standing Ovation. Nach einer beeindruckenden Leistung wurde unter tosendem Applaus ausgewechselt. Er hatte alles getan, um Köbi Kuhn positiv zu beeinflussen. Ich wollte etwas erreichen. Wir waren wirklich sehr nah da. Das Cup-Finale im eigenen Stadion. Die Meisterschaft, die wir im letzten Spiel eigentlich vergeigt haben, oder die letzten 2 Spiele.
Und ich habe es eine tolle Zeit gefunden. Ich konnte 24 Goal machen im letzten Jahr, wo ich bei IB gespielt habe, 18 Assists. Ich glaube, wenn man zusammenzählt, hat es selten so einen Spieler gehabt, der so viele Scorpion gemacht hat. Ich habe sehr tolle Freunde dort können, gewinnen. Es ist eine tolle Stadt. Ich war sehr oft in der Stadt gewesen. Und es war eine sehr schöne Zeit gewesen. Klar, im Fußball hast du immer wieder Stationen, wo du eigentlich weitergehst. Aber die Saison, wo ich dort wirklich sehr erfolgreich war, auch wo ich nachher oder Endrunde im eigenen Land war, war das natürlich tiptop gewesen. Nein, ich verfolge natürlich immer noch. Der Wolf ist, der ist noch geblieben als Freund aus dieser Zeit. Und wir haben immer noch heute noch Kontakt. Und ich verfolge es immer wieder. Und ich gönne es. Ich würde es wirklich mal der IB oder der Berner gönnen, dass ich mal dort irgendeinen Pokal in die Luft heben könnte. Weil wir hatten eine Saison gehabt, wo sie, glaube ich, 15 bis 20 Punkte Vorsprung hatten. Gleich wieder den Meister geworden. Und darum hoffe ich natürlich, dass der, die Enttäuschung, die natürlich immer wieder vorhanden ist, dass sie mal wegkommt und würde den Berner mal gönnen, dass sie wirklich einen Titel gewinnen. Hallo zusammen, hier ist Hakan Yakin. Es ist wieder soweit. IB spielt gegen Basel. Klar, es ist der Meister, der kommt und es ist immer schön, wenn man gegen so einen Gegner einen Sieg heimfahren kann. Und da brauchen wir natürlich eure Unterstützung.